Gut, wir haben jetzt etwa die Hälfte der MRMCD erreicht. Es ist die beste MRMCD aller Zeiten. Wir haben gleichzeitig auch in Berlin ungefähr die Hälfte der Legislaturperiode erreicht. Ob das hingegen die beste aller Zeiten ist, lasse ich an dieser Stelle mal unbeantwortet. Stefan wird uns heute ein bisschen erzählen, wie im Digitalbereich da aktuell die Vorhaben aussehen und auch ein bisschen, wie wir da ein bisschen als Chaos-Community mit Einfluss wirken können, dass es vielleicht doch noch besser wird, als es derzeit ist. Du hast das Wort. Dankeschön. Ja, das ist zumindest die neueste Legislatur aller Zeiten, die wir bislang so hatten. Ja, freut mich, dass tatsächlich sich Leute interessieren, wie das Ganze aussieht, was da eigentlich vom Bund alles kommt. Eine kleine Vorwarnung. Also normalerweise, das ist nicht so die Art von flammendem Feuerwerk, was ich normalerweise in Vorträgen habe. Wir reden über Gesetze. Das ist Natur nach ein bisschen trocken und wir werden auch sehr viele Themen abhandeln. Das heißt, mein Vorschlag wäre, wenn ihr zu einem Thema auch direkt Rückfragen habt, ruft die gerne rein, weil sonst kommen irgendwie 3, 4 weitere Themen und dann sind die hinterher vergessen. Dann kriegt man da ein bisschen Leben rein. Genau. Ja, wir haben hier die veränderte Realität auf der MRMCD und die Ampelkoalition hat sich ja auch praktisch so eine komplett neue Realität vorgenommen. Also es sollte ja eigentlich alles anders werden, mit mehr Offenheit, mehr Transparenz. Es sollte ein Bundestransparenzgesetz geben, einen Rechtsanspruch auf Open Data, ein Mobilitätsgesetz und so weiter. Also das ist vor Fortschritt, mehr Fortschritt wagen. Das ist der Nachfolger des Personenkraftwagen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollte da was ganz anderes werden. Wir sollten so zappelnd und schreiend zumindest in die Gegenwart, in eine bessere Gegenwart gezogen werden. Erst vergangene Woche haben diverse Organisationen, unter anderem auch der Chaos Computer Club, so ein bisschen diese Halbzeitbilanz gezogen. 2 Jahre sind jetzt ins Land gegangen. Jemand sagte neulich, die Koalitionen fühlen sich manchmal an, so ein bisschen wie Pinky und der Brain. So, die haben dann verschiedene, also die Partner, die haben dann verschiedene Ansichten und streiten sich dann intern die ganze Zeit. Und die Orgas, unter anderem auch der CCC, haben so ein bisschen bemängelt, dass nicht nur die neue Realität, dass sie die vermissen, sondern auch so die Bewusstseinswahrnehmungsänderung, die man eigentlich ja erwartet hatte von der Fortschrittskoalition. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch durch die ganzen Vorhaben durchziehen, die Umsetzungen durchgehen, aufzeigen, wo wir als Zivilgesellschaft vor allem noch ein bisschen nachpieksen können und wie wir das auch machen können, auf welche Art und Weise. Weil von sich aus kommen die ganzen Ministerien eher nicht so ganz dazu, uns als interessierte Zivilgesellschaft einzubinden. Das ist ein bisschen besser geworden als vorher in der GroKo, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo wir ganz unaufgefordert einfach reingehen können und Dinge tun können. Ich schaue jetzt heute hier vor allem den Bund an, nicht die Länder. Es wird ein bisschen EU-Recht angerissen, weil da sehr viel von oben kommt und dann nationale Gesetzgebung umgesetzt wird. Aber das wäre nochmal eine ganz eigene Session wert. Allein schon so ein Digital Services Act und so weiter und so fort. Warum ich mir das Ganze anschaue, ich bin bei Wikimedia Deutschland seit einem Jahr im Politikteam. Das heißt, es ist so diese Vertretung, wo wir eben auch Stellung nehmen zu Gesetzen und so weiter. Also ganz plakativ gesagt, ich lese den ganzen Quatsch, damit ihr nicht alles lesen müsst, sondern ich kann euch dann quasi hier so die Quintessenz rumgeben, was aus unserer Sicht interessant und toll ist. Zuerst spulen wir aber ein bisschen zurück zu einem Gesetz, das schon in der letzten Legislatur verabschiedet worden ist, im Juli 2021, so heißt es dieses Jahr, das für uns total krasse Auswirkungen hat, aber kein Schwein kennt es, nämlich das Datennutzungsgesetz. Das kommt noch aus der alten Koalition quasi, aus der alten Legislatur. Und ist so ein Nischendasein. Das ist so die Nachfolge vom Informationswiederverwendungsgesetz. Auch so ein total spannender Titel, den niemand von uns so richtig kennt. Und das ist ja so ein bisschen, Gesetze sind ja so ein bisschen auch wie Zaubersprüche. Also wir sagen ja bei uns von wegen Code is Law, aber nein, in der Realität der Gesetzgebung und der Politik ist Law einfach Code. Das heißt, so die sprechen Inkantation, mit der möchten sie Veränderungen in der Realität herstellen. Und da muss man erstmal gucken, was dabei rauskommt tatsächlich. Es hat auch tatsächlich von der Verabschiedung, vom Inkrafttreten des Datennutzungsgesetzes ein ganzes Jahr gedauert, bis sich jemand mal getraut hat, überhaupt einen Wikipedia-Artikel anzulegen zum Datennutzungsgesetz. Ich dachte mir auch schon die ganze Zeit, man müsste mal was schreiben. Und dann hat jemand was geschrieben, da gucke ich drauf und dann war es einfach nur eine Weiterleitung auf den Artikel Open Data, wo eben dann das Open Data-Gesetz drin ist. Also hat da nichts geholfen. Jemand anders hat dann aber zum Glück die Inhalte nachgepflegt. Woran das ganze Zeug kommt eigentlich ursprünglich aus der EU, weil die EU möchte schon lange eigentlich aus Marktinteresse, weil sie jetzt sagen, wir möchten dann eben einen Markt haben, möchten die mehr Open Data, also offene Daten vor allem für der öffentlichen Hand, mit denen wir und ihr und alle was damit anstellen können.
Es gibt schon seit über 20 Jahren die PSI-Richtlinie, die aus der EU kommt. Die heißt jetzt mittlerweile anders. Es ist auch wirklich die Open-Data-Richtlinie, dass es auch klar wird, hier geht es wirklich um offene Daten. Und es gab dazu auch noch von der EU her eine Durchführungsverordnung jetzt für sogenannte High-Value-Data-Sets. Das klingt ganz kompliziert. Die EU hat sich einfach ausgedacht, manche Daten sind besonders wertvoll und diese besonders wertvollen Daten, die müssen einfach prinzipiell veröffentlicht werden, damit du, ich, wir alle was damit machen können, zu bestimmten Bedingungen. Also in der Regel Creative Commons-Lizenzen, maximal in der Regel CC Zero. Und so war eigentlich anzunehmen, dass der Bund eigentlich auch in diese Kerbe jetzt reinsteckt, dass der jetzt auch sagt, wir möchten wirklich mehr Open Data und welche Gesetze müssen wir dazu schaffen. Und es war lange Zeit, also man guckt sich das so an, denkt sich, okay, durchgelesen, das klingt ganz spannend, aber was heißt das in der Praxis? Und es war relativ lang unklar, bis dann ein Fachjournal, in einem Fachjournal ein Artikel veröffentlicht worden ist, in der neuen Zeitung für Verwaltungsrecht. Ich weiß nicht, wer die im Abo hat, ich hatte es bis dahin nicht. Aber das ist dann ein Artikel von Martini, Hausecker und Wagner, die sich mal angeguckt haben, was heißt das eigentlich in der Praxis? Weil das ist ja, also Gesetz soll Realität verändern und dann müssen aber Leute kommen, erstmal interpretieren, was heißt das in der Praxis. Und die haben sich das mal angeguckt, vor allem mit Bezug auf die Kommunen. Das ist ein besonderer Fall in dem Fall. Normalerweise für den Bund existieren die Kommunen eigentlich gar nicht, die machen nur Gesetze für die Länder. Aber in dem Moment hier mit dem Datennutzungsgesetz hat dieses Gesetz wirkliche Auswirkungen darauf, wie Kommunen handeln dürfen und können. Und das war ein ganz interessantes Ergebnis, nämlich die sagten, der Staat darf nicht mit Daten handeln. Also er darf quasi Daten, die er veröffentlicht, nicht so ohne weiteres verkaufen. Also ich habe mir die 12 Seiten, das sind 160 Fußnoten auch drin, also ich habe mir die auch durchgelesen, damit ihr es nicht müsst. Er darf sie grundsätzlich nicht gewinnbringend verkaufen, das ist so der Kern da hinten. Es gibt ganz wenige Ausnahmebereiche, wo der Staat mit Daten wirklich handeln darf, zum Beispiel, wenn er Daten sowieso ohnehin ausschließlich deswegen erhebt, weil er sie hinterher verkaufen möchte. Aber Informationen, die der Staat hat durch sein staatliches Handeln, dürfen normalerweise nicht zum Wirtschaftsgut gemacht werden. Und ansonsten gilt, Daten dürfen, sobald sie einmal veröffentlicht worden sind, für jeden kommerziellen oder nicht kommerziellen Zweck genutzt und weiterverwendet werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, also gerade wenn es so bei Bibliotheken, Museen, Archiven, wenn da Urheberrechte noch drauf sind, da gibt es bestimmte Schrankenbestimmungen nochmal. Aber ansonsten heißt es, Daten dürfen für jeden Zweck genutzt werden. Der Staat darf Nutzungsbedingungen erlassen, also auch eine Creative Commons Lizenz zum Beispiel drauf anwenden. Und das ist aber der ganz spannende Punkt. Die müssen objektiv, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein. Und das ist was ihr mitnehmen könnt nach zu Hause. Wenn ihr zum Beispiel mal seht, eure Kommune hat ein Datenportal, ein magisches, oder sie macht irgendwas mit Smart City, sehr beliebt, und sie gibt irgendjemandem Dritten diese Daten, dann müsst ihr diese Daten zu denselben Bedingungen bekommen wie dieser Dritte. Das ist ultra spannend, weil normalerweise Kommunen, die gerade auf dem Smart City Trip drauf sind, ganz oft so ein bisschen mit einem Eurozeichen in den Augen rumgelaufen sind und gesagt haben von wegen, ja, das können wir dann zu Geld machen. Also wir haben jetzt irgendwie die IT der öffentlichen Hand über Jahrzehnte irgendwie ausbluten lassen, aber jetzt haben wir einen Datenschatz und wenn wir den erst verkaufen, dann können wir vielleicht endlich unsere IT modernisieren. Der Zug ist abgefahren. Also wenn ihr da bei euch Diskussionen habt, könnt ihr gleich reingehen und sagen, Datennutzungsgesetz kennt keiner, aber damit ist das Ding am Arsch. Das ist ein dickes Brett eigentlich, also vor allem wegen dieser Auswirkung. Ja, bitte. Genau, also die Frage war, ob zu den gleichen Konditionen, was es heißt, ob ich hingehen kann und fragen, was es gekostet hat, glaube ich, oder was war die Frage? Ja. Genau, also ein Vertrag, also es ging, die Frage war, ob wenn die Kommune Daten aufgrund eines Vertrags an Dritte abgibt, dass ich den sehen darf. Den Vertrag darfst du sehen dann, wenn ein Informationsfreiheitsgesetz in deinem Land da ist, wo du eben die Kommune fragen kannst nach dem Vertrag. Die wird dann im Zweifelsfall noch ein Drittbeteiligungsverfahren machen, dass dann der Vertragspartner das schwärzen darf, sonst irgendwie. Du kannst aber im Zweifel auch hingehen und sagen, ich habe gehört, dass sie Daten verkaufen, bitte bietet mir denselben Vertrag an, damit ich diese Daten auch abnehmen darf. Das könntest du prinzipiell tun, genau. Das ist auch, also ich würde mich da echt mal über Feedback freuen, wenn welche von euch das mal versuchen, was dabei rauskommt. Das Problem ist nämlich, das ist so ein,
Das ist ein dickes Brett, das sehr viele Auswirkungen hat in die Richtung. Es gibt bis dato, Stand August 2023, genau einen Fachkommentar dafür. Das ist dieser Mega-Oschi für 139 Euro. Also das ist keine gute Nachtlektüre, die man mal nebenher zur Entspannung liest. Aber das ist auch wirklich der einzige Kommentar momentan, der das einordnet, was das eigentlich in der Praxis heißt und was für Auswirkungen das hat. Das ist nochmal sehr typisch, es gibt ein Gesetz und dann kommt jemand und sagt so, das ist mein Thema, stürzt sich drauf und schreibt dann da was dazu. Und das ist deswegen total schade, weil wir einige Vorgänge die letzten Jahre hatten, die eigentlich mit dem Thema DNG abgefrühstückt gewesen wäre. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, Markus Drenger hat ja sich neulich mal diverse Daten der öffentlichen Hand angeeignet, indem er die Web-Developer-Konsole bestimmungsgemäß verwendet hat. Und der Freistaat Bayern fand das nicht gut und sagte, ich ziehe die Karte Datenbankherstellerrecht. Dementsprechend habe ich da ein Schutzrecht dran und darf es verwerten. Meines Erachtens hätte dieser ganze Prozess mit der Karte Datennutzungsgesetz erledigt sein sollen, war es aber nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es in der zweiten Instanz weitergeht, was dann dabei rauskommt, weil also gerade solche Fälle schaffen natürlich Präzedenz und sind eine Grundlage dafür, wie in Zukunft da weiterverfahren wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das dann zu betrachten vor dem Hintergrund, also gerade wenn bei euch sowas ist mit Merkantilisierung und so weiter. Und vor allem ist auch dann interessant, wenn ihr bei euch in der Stadt mal drauf achtet. Ich sagte vorhin, der Staat darf das grundsätzlich nicht verkaufen. Eine Ausnahme gilt, wenn praktisch er Betriebe hat, also wenn er Sachen an Betriebe auslagert, wie das ja New Public Management so üblich ist, der Staat zieht sich zurück und beauftragt irgendjemand sonst irgendwie, also sobald er diese Aufgaben abgibt und sagt zum Beispiel, wir haben die Supersmart GmbH oder hier in Darmstadt soll es ja sowas auch geben und in verschiedenen Städten auch. Oder Stadtwerke, die dort irgendwie bei Smart City mitmischen. Sobald sowas unterwegs ist, kann unter Umständen diese Ausnahmeklausel gezogen werden, wo man dann sagt, das ist keine direkte Aufgabe mehr der Stadt, die sowas tut oder des Staates, sondern ja, Dritte damit beliehen und die könnten sich eventuell da rauswieseln. Bitte. Genau. Die Frage war Autobahn GmbH, ob dann Informationen, die bei der Autobahn GmbH rausfallen, ob die dann eben auch darunter fallen. Die typische Jura-Antwort wäre, es kommt drauf an. Ich kann darauf keine Antwort geben tatsächlich. Also ich finde das spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn da sehr viele Leute reinbohren und da mehr Klarheit auch schaffen. Es kann gut sein, dass jemand sofort sagt, auch also wenn jetzt irgendwie JuristInnen zuschauen, die sagen, was erzählt der für einen Quatsch, natürlich gilt das und das. Ich kann es nicht einordnen, ich bin kein Rechtsanwalt. Der Krug ist an mir vorbeigegangen. Gut, also wenn sowas bei euch, also ich denke es aber vor allem auf der kommunalen Ebene, weil sehr viel spielt sich gerade auf der kommunalen Ebene ab. Das heißt, wenn ihr sowas beobachtet, lohnt sich sehr, da mal auch ein bisschen eine Intervention zu starten. Also indem ihr zum Beispiel einen Infoabend im Club macht, wo ihr mal dieses mega spannende Thema Datennutzungsgesetz vorstellt oder eben überhaupt Grundsatzfragen von wegen, sollte der Staat mit sowas handeln sollen oder ist es eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und dementsprechend sollten Informationen der öffentlichen Hand auch allen zur Verfügung stehen. Wenn ihr sowas machen wollt, also auch einen Infoabend mit Ratsfraktionen oder einen Gastartikel in der Presse, kontaktiert uns gerne. Also wir unterstützen da auch und bringen auch Material und helfen euch dann dabei. Gut. Jetzt aber zur Zukunftsmusik, also die Zukunftskoalition, Fortschrittskoalition ist ja jetzt zur Hälfte da. Und was hat die Koalition sich denn überhaupt alles vorgenommen? Ja, also was hat sie sich überhaupt vorgenommen? Das rauszufinden ist mittlerweile ganz einfach. Es gibt nämlich den Koalitionstracker. Das ist eine Unterseite auf fragdenstaat.de/Koalitionstracker. Da könnt ihr sowas anschauen. Also da gibt es ja auch den Fortschrittsbalk. Also Zeit geht ja von alleine weiter, da muss man nichts tun. Aber der obere Teil sind die ganzen Vorhaben, die also die Koalition sich vorgenommen hat, die dann hier eingeteilt sind. Es ist begonnen, ist abgeschlossen, zurückgestellt oder man weiß nichts Genaueres. Und ich möchte mal ein paar von den Dingen jetzt heute mit euch durchgehen, dass ihr da mal so ein bisschen Überblick kriegt, wo wir da sind. Fangen wir mit den guten Dingen an. Die Koalition hat sich ein Mobilitätsdatengesetz vorgenommen, das einen freieren Zugang zu eben Mobilitätsdaten bieten soll. Wir sind ja hier in einer Bubble mit Eisenbahner Antifa und einer gewissen Affinität zu Zügen und öffentlicher Mobilität und allem, was damit zu tun hat und irgendwelchen Auskunftszeiten und so weiter und so fort. Und es gibt ja bei Chaosveranstaltungen immer wieder Beiträge, wie eigentlich intermodales Routing aussehen könnte, wenn man denn die Informationen dafür hätte und sie nicht irgendwie händisch mühsam aus APIs zusammenscrapen soll. Ich komme selber aus dem Bereich, das war also wirklich sehr lange sehr, sehr anstrengend. Ist mittlerweile besser geworden, weil zum einen kam wieder die Europäische Union, die hat nämlich 2017 eine delegierte Verordnung erlassen, mit der jetzt praktisch so im Jahrestakt immer mehr Dienste
vor allem auf dem öffentlichen, also auf dem öffentlichen Verkehrsbereich bereitgestellt werden müssen als Open Data. In der nationalen Umsetzung gab es jetzt hier die Mobilitätsdatenverordnung. Und jetzt sagt ihr, Moment, der hat doch gerade vom Mobilitätsdatengesetz gesprochen, jetzt ist hier Mobilitätsdatenverordnung. Das ist Absicht und dient der Verwirrung. Der Hintergrund ist nämlich, die Mobilitätsdatenverordnung ist quasi die Erweiterung, also die Umsetzung der Bereitstellungspflichten im Personenbeförderungsgesetz. Also alles, was Bus ist, was Bahn ist, gewisse Taxiarten, aber nicht alle, zählen unter die Mobilitätsdatenverordnung. Aber der ganze große Bereich mit Scooter-Sharing, mit Bike-Sharing, mit Car-Sharing, also alle anderen Mobilitätsdienste, die nicht dem Personenbeförderungsgesetz unterliegen, die sollen also ins Mobilitätsdatengesetz rein. Da ist jetzt letzten Monat das Eckpunktepapier rausgekommen, haben wir auch eine Stellungnahme dazu geschrieben und das sieht eigentlich wirklich gut aus. Also die möchten da wirklich eine große Bereitstellung machen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, also wenn JuristInnen bei Gesetzgebung irgendwie sich überlegen, dass es Rate Limiting auf APIs geben soll, da muss man dann eben dagegen schreiben und sagen, dass man halt seine Infrastruktur gescheit bauen muss und dann funktioniert das vielleicht auch. Und da gibt es ja Mechanismen dafür. Also das ist total lustig, weil dann es gab auch gewisse Verbände, die Open Data nicht offen gegenüberstehen und die sagen dann, wir möchten eine Registrierungspflicht. Und dann sagst du halt so, ja, aber die Daten darf man frei wieder teilen. Das heißt, wenn man bei eurem Portal sich registrieren muss, dann mache ich halt ein eigenes Portal und spiegle das da und dann müssen sie sich nicht registrieren. Und sagen die, oh, daran habe ich nicht gedacht. Und so läuft das halt, genau. Passiert. Das, so ist halt der Alltag. Also es könnte ganz okay werden, glaube ich. Eine andere Sache, die gar nicht so sehr mit Open Data zu tun hat, aber glaube ich gerade eben für solche Bubbles wie hier total spannend sind, ist, dass es zwei Vorhaben gab aus verschiedenen Häusern auch, die jetzt gerade sowas wie einen örtlichen Chaos Computer Club betreffen können. Und zwar zum einen gab es aus dem Innenministerium das Vorhaben, digitales Ehrenamt stärken und zum anderen gab es aus dem Familienministerium das Vorhaben, das Gemeinnützigkeitsrecht zu modernisieren, also dass man ein gemeinnütziger Verein sein darf. Beim BMI war es so, dass digitales Ehrenamt sichtbarer gemacht werden soll, haben sie sich vorgenommen und es soll unterstützt werden, sie haben nicht gesagt wie, aber rechtlich gestärkt werden soll das auch und es soll eine bessere Einbindung in Gesetzgebungsverfahren geben, also dass wir dann auch dann Stellungnahmen abgeben dürfen und so weiter und so fort, das sollte es alles geben. Und Gemeinnützigkeitsrecht ist der zweite Teil. Manche von euch haben das bestimmt mitbekommen, dass es bestimmte Vereine gab, denen vom Finanzamt vorgeworfen wurde, dass sie sich politisch betätigt haben und dass ja kein steuerbegünstigter Zweck ist. Also in dem Moment, wo man für eine bessere Welt sich einsetzt und sagt, da müssen wir Gesetze ändern, sonst irgendwie, dann könnte das Finanzamt argumentieren, das ist nicht steuerbegünstigt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so für einen Makespace oder für einen AFA einen Verein gegründet hat. Man muss ja wirklich Kunstgriffe machen, um mal halt zu sagen, also wir machen jetzt irgendwie Völkerverständigung und das ist ein begünstigter Zweck und deswegen darf man uns spenden und wir dürfen dann Spendenquittungen ausstellen. Also nicht mehr nur unpolitisch hacken dürfen, das war eigentlich so das Ziel. Momentan ist ja so, wir können so Kategorien uns suchen wie eben Völkerverständigung oder Volksbildung oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich habe gehört, dass manche Finanzämter da zum Teil auch wirklich rumgefuchst haben und gesagt haben, nee, das passt uns nicht ganz rein. Und andere lassen es einfach so durchlaufen, weil sie halt sagen, ja mein Gott, das passt halt so. Und das Einzige, was eigentlich wirklich noch aufgenommen worden ist in den Katalog, ist Freifunk nach über 10 Jahren Lobbyarbeit. Dass Freifunk jetzt drin ist, wo aber halt auch so allgemeine Infrastrukturarbeit nicht drunter fällt. Und das ist ein Nebensatz in Ziffer 23 in der Abgabenordnung. Also da ist dann so, Freifunk steht neben Soldatenbetreuung, Fasching, Pflanzenzucht und Modellflug. Ist so ein, ja, also Schach ist ein anderer Absatz, also Sport inklusive Schach ist eine andere Ziffer. Aber da sind halt so Fragen schon wieder drin. Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Community ein BigBlueButton-Cluster betreibe, weil halt irgendwie eine realitätsverändernde Pandemie eingetroffen ist und Leute möchten dann auch da Geld dahin geben, ist es dann noch steuerbefreit, ist es gemeinnützig oder ist es ein gewerblicher Betrieb? Also das ist alles so ein bisschen doofi und das hätten wir eigentlich gerne besser. Was ist aus diesen beiden Vorhaben geworden? Through the magic of Informationsfreiheitsanfragen wissen wir es auf jeden Fall bei Ehrenamt stärken. Das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht lesen, aber das Innenministerium sagte, wir hatten andere Prioritäten, weil es gab irgendwie Krieg und Energiekrise und deswegen wurden im Haushalt die Mittel nicht zugewiesen und deswegen haben wir einfach gar nichts geplant. Verweisen aber in der Anlage darauf, dass es die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement gibt, von denen ja auch einige Hackspaces auch schon profitiert haben von Förderung von dort. Und das ist quasi so ihr Beitrag zu dieser Förderung und das war's.
Zur Reformation oder zur Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts hätte eigentlich, also war letzten Herbst, ein Eckpunktepapier angekündigt. Meines Wissens soll es jetzt im Herbst wieder angefangen werden. Und da ist der Punkt, da können wir jetzt was tun tatsächlich. Nämlich für uns wäre total interessant, ob ihr Beispiele kennt, wo es mit der Gemeinnützigkeit Probleme gab. Also wo ihr irgendeinen Hackspace kennt, einen Erfa, irgendeine Gruppe aus unserer Bubble, die halt einen gemeinnützigen Verein hatten, wo dann das Finanzamt drohte, nehmen wir wieder weg, oder aber auch bei der Anmeldung schon Probleme hatten. Je genauer wir das wissen, desto besseren Input können wir dann geben für dieses Gesetzgebungsverfahren. Also wenn ihr da was habt, politik@wikimedia.de immer hinschreiben, fände ich total spannend. Und der andere Punkt ist natürlich Lobbyarbeit vor Ort an. Das heißt, ihr habt ja auch Abgeordnete, die bei euch ihren Heimatwahlkreis haben. Und wenn ihr mit denen mal sprecht und ihnen vor allem auch mal zeigt, was ihr so macht, also nicht nur so in der eigenen Bubble sein, sondern auch mal so ein bisschen rüberbringen, was ist eigentlich die gesellschaftliche Vision, die hinter dem, was wir hier so tun, steckt. Und denen das mal klar zu machen, dass halt nicht alle immer gerne Vereine gründen. Das wird ja bei der Cannabis-Legalisierung auch noch spannend werden. Manche machen auch einfach nur so als Gruppe irgendwie Dinge, die Welt verbessern und was müsste man da anpassen. Wenn ihr sowas macht, unterstützen wir gerne auch. Wikimedia hat letzten Herbst so einen Politikbrief rausgegeben, gemeinsam auch mit also die Vorständin von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit drin. Da sind also Forderungen drin, wie wir uns das vorstellen, wie sowas aussehen könnte. Genau, dann eine andere Geschichte, auch positiver jetzt mal wieder ein bisschen. Der Vorredner sprach, glaube ich, vorhin von Data Cubes, wenn ich es richtig gehört habe. Es wird einen Data Cube geben für Umweltdaten. Was ist das überhaupt? Also wir beobachten gerade ganz interessiert, dass immer mehr öffentliche Stellen draufkommen, dass einfach nur Datenhaufen rauswerfen, so vielleicht nicht das Beste ist, so Excel-Files irgendwo dumpen, sondern dieses Prinzip von Linked Open Data und semantischen Daten total spannend ist. Und das Umweltbundesamt hat das gesehen und die möchten also Linked Open Data für ihre Umwelt.info-Plattform machen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird. Wir waren da mal im Gespräch mit dabei. Das kann sein, dass sie dieses Linked Open Data-Prinzip nur für die Metadaten machen werden. Wir beobachten es aber und es könnte vielleicht gut werden. Wir sind da beste Hoffnung. Und vor allem ist es auch spannend, wenn immer mehr Stellen, also das Land Berlin macht da was, das Land Schleswig-Holstein, dieses Linked Open Data-Prinzip aufgreifen, weil erst dann wird Information auch wirklich nachverwendbar und wiederverwendbar. So, dann der größte Brocken, das heißt der größte, wichtigste Block eigentlich, dem wir uns gerade so widmen, ist das Transparenzgesetz und ein Datengesetz mit einem Rechtsanspruch auf Open Data. Das waren zwei Vorhaben, die im Koalitionsvertrag drin waren. Das ist immer so das Kuhhandelprinzip. Ne? Das gibt es dann, Verhandlungsgruppe A sagt, mindestens Transparenzgesetz haben und Verhandlungsgruppe B sagt, mindestens Recht auf Open Data haben und dann kam beides durch und jetzt war so die Frage, wie man das vereint. Transparenzgesetz, ganz einfach, es gibt ja das Bundesinformationsfreiheitsgesetz, auf dessen Basis man solche Anfragen dann stellen kann, wie weit seid ihr mit der Umsetzung? Und da gab es also mehrere Forderungen schon seit einigen Jahren, das zum Transparenzgesetz auszuarbeiten. Informationsfreiheit heißt, ich bekomme Informationen, wenn ich sie anfrage. Transparenzgesetz heißt, der Staat hat eine Verpflichtung, bestimmte Informationen von sich aus, also unaufgefordert, unangefragt zu veröffentlichen. Und Recht auf Open Data heißt, bislang war es so, was der Staat veröffentlicht, das kann man halt nutzen und dann eben auch wiederverwenden. Und Recht auf Open Data hieße, wenn ich sage, ich möchte diese und jede Datenquelle haben, dann muss er mir die auch bereitstellen. Jetzt würde man denken, ja klar, das vereint man einfach und ist ja alles super. Es gab ja auch schon einen komplett ausgearbeiteten Entwurf für das Transparenzgesetz aus der Zivilgesellschaft. Das sind also mehrere Organisationen gewesen, die sich zusammengetan hatten und quasi mal nach dem Motto, die schreiben kein Gesetz, dann schreiben wir halt eins. Haben sie auch gemacht und ist auch veröffentlicht gewesen. Und jetzt ist aber so ein bisschen das Problem, dass das so in so einer, also dieses Gesetz in so einer Development Hell ist. Es war ursprünglich vorgesehen, sieht man in den Kabinettsplänen auch immer, dass sie eigentlich 2023 ein Eckpunktepapier vorlegen wollten, den sie dann durchs Kabinett, also durch die Ministerien beschließen wollten. Dann gibt es einen Referentenentwurf, dann können sie die Verbände beteiligen und dann geht das Ganze in den Bundestag. Und dann haben wir so gewartet und es kommt kein Eckpunktepapier und noch weiter gewartet und es kommt nichts. Und dann haben wir irgendwie jetzt im Sommer gab es so einen Bericht zur Open Government Partnership und da stand dann irgendwie drin April 2023 bis September 2025. Das war dann so, okay, bis zur Ende der Legislatur wollte ich das machen, das ist ja sehr präzise.
Es gibt aber jetzt tatsächlich vor einigen Wochen wurde ein Papier angefragt vom Innenministerium, von der zuständigen Abteilung. Die sagten einfach, Eckpunktepapier sparen wir uns, wir schreiben direkt den Referentenentwurf und dann gucken wir, was rauskommt. Und sie beklagen sich so ein bisschen, dass diese zwei Ziele, nämlich Transparenzgesetz und Rechtsanspruch auf Open Data, in einem abgewaschen werden sollen, weil sie dann sagen, das ist ja zwei bislang unabhängige Rechtsregime, müssen zusammengeführt werden. Das ist ein bisschen interessant, weil wenn man eigentlich so aus der IT-Brille drauf guckt, würde man sagen, Informationsfreiheit oder Transparenz, das heißt, ihr müsst Informationen veröffentlichen und in welchem Format die Informationen sind, ist ja vollkommen wurscht. Die denken aber, also der Datenbegriff, das ist total spannend, wenn du mit Leuten auch sprichst aus Ministerien, der ist ganz mystisch aufgeladen. Also Daten ist ein Sammelbegriff für alles und alles, was irgendwie aus Bits und Bytes besteht, sind Daten. Und aber diese Kategorisierung, also die reden dann auch von Dateien tatsächlich. Du sagst so, nein, ich möchte Informationen, die liegen bei euch auf Servern, ihr könnt die da mit Skripten rausholen und nein, Excel-Dateien, sonst irgendwas in der Richtung. Was hier total spannend ist, es gibt ein Papier von Heiko Richter, das ist der Typ, der auch diesen DNG-Kommentar geschrieben hat, also das ist, ich mag ja solche Nerds, also der hat sich da richtig reingefuchst quasi und hat dann mal aufgeschrieben, wie er das eigentlich so sieht. Das ist eine coole Lektüre, finde ich tatsächlich, weil er halt auch das Ganze herleitet aus so Verfasstheit des Staates auch. Also dass, wenn ich Informationen habe, kann ich damit eben auch Desinformationen begegnen. Ich habe praktisch einen Staat, der mir das Werkzeug auch an die Hand gibt, wo ich sagen kann, das Ganze ist demokratiestärkend. Momentan sagen sie halt, also seine Argumentation ist auch ein bisschen, bislang macht der Staat das so ein bisschen so als Freiwilligenleistung und das ist dann ultra, da kann man sich dann so mit rühmen damit, ich habe mehr Daten veröffentlicht. Und wenn der Staat aber an der Stelle auswählt, welche Informationen er veröffentlicht, kann er auch ein bisschen Propaganda in die eine oder andere Richtung machen. Also wenn eine Kommune zum Beispiel nur das veröffentlicht, wo sie gut dasteht in den Bereichen und die anderen Sachen einfach auf den Tisch fallen lässt, dann ist es halt ein bisschen Propaganda. Während andersrum, wenn ich halt alles habe, kann ich mir selber ein Bild davon machen und einen Zugang dazu finden. Gut, Zwischenfazit. Wir haben einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag eigentlich gehabt, der momentan an ganz vielen Stellen, also an ganz Kleinigkeiten eigentlich scheitert. Das heißt, das sind wieder mehrere Fraktionen, die sich untereinander streiten wegen irgendeiner ganz anderen Geschichte und dabei deswegen werden dann Dinge zurückgestellt oder fallen unter den Tisch, die wir jetzt natürlich aus unserer Sicht total spannend und wichtig fänden. Was auch immer auffällt, ist die andere Realität der Politik und Verwaltung, also die eben nicht in der Logik denkt, wie wir an Informationszugang rangehen und wie man Informationen verarbeitet und was überhaupt Daten sind. Und das Dritte, was ständig und immer wieder kommt, ist von wegen der gefühlte Eindruck, dass wenn ich Daten besitze, dass es dann mir gehört. Also wenn ich der Staat bin und ich habe dann irgendwas und ich gebe das kostenlos raus, dann verliere ich ja irgendwas oder kann ich dann nicht mehr verkaufen, sonst irgendwie. Und deswegen ist ein weiterer Punkt, der uns immer wieder auffällt, Befindlichkeiten von wegen, darf ich sowas dann lizenzieren? Was ist überhaupt dieses Creative Commons? Und das ist ja amerikanisch und braucht man nicht irgendwie eine deutsche Lizenz sonst irgendwie. Wo wir als Wikimedia sagen würden, genau andersrum, es gibt den Paragraph 5 im Urheberrecht, der eigentlich sagt, amtliche Werke unterliegen nicht dem Urheberrecht. Das gilt aber nur für Gesetzestexte. Oder aber, wenn ich genau weiß, dass die Behördenleitung mit der Intention, das freizugeben, veröffentlicht hat. Und da gibt es schon länger eine Kampagne, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Das sagt, wir müssen eigentlich diesen Paragraph 5 reformieren, dass alles, was vom Staat kommt, vom Staat beauftragt ist, vom Staat finanziert ist, aus Steuergeldern finanziert ist, eben auch öffentliches Gut sein soll. Das heißt, nicht dem Urheberrecht unterliegen. Und ich finde, wenig illustriert das besser als dieses Bild im Hintergrund. Das ist Earthrise von einer NASA-Mission. Und weil die Apollo-Astronauten einfach Angestellte der US-Regierung sind, ist dieses Bild einfach, unterliegt nicht dem Urheberrecht in den Vereinigten Staaten und kann deswegen von mir einfach so in den Hintergrund gepackt werden und für Illustrationen benutzt werden. Ist auch bei ganz vielen Sachen, wenn ihr halt zu irgendwie Mondmissionen sonst irgendwas findet, dann findet ihr genau dieses Bild, weil man eben keine Lizenzkosten zahlen muss. Haha. So, Bonus-Content, um auch mal klar zu machen, warum das ultra gut ist, wenn öffentliche Gelder in öffentlichen Gütern landen. Wir haben uns auch mal angeguckt, wie ist es eigentlich beim Bund, wenn der Gutachten und Analysen beauftragt. Was kommt denn dabei raus? Und sind dabei über eine Tabelle in einer Drucksache gestoßen mit ganz vielen Gutachten, die der Bund gemacht hat und haben die uns mal angeguckt.
und sind dann bei über 750 Gutachten gelandet. Wir haben das mal mit Tabula mal rausgekratzt aus dem PDF. Das ist ja auch wieder, das kommt dann wieder als PDF raus, kann man nichts mit anfangen. Deswegen haben wir das mit Tabula rausgekratzt und klassifiziert und ausgewertet und mal geguckt, wie viele Gutachten veröffentlicht der Staat denn eigentlich von sich aus, also der Bund und die nachgeordneten Behörden. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Also wir haben das dann mal durchklassifiziert quasi, mussten ein paar Sachen noch anpassen, weil dann zum Teil sagten die, nein, das ist noch nicht veröffentlicht, aber mittlerweile war es veröffentlicht. Und was uns wirklich gefreut hat, dass knapp ein Drittel der Gutachten, die der Bund beauftragt, auch wirklich öffentlich nachlesbar sind. Ein herausragendes Beispiel, was uns total überrascht hat, war das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da kann man nämlich, das ist gerade ein Vorgriff auf die Netzpolitik-Kolumne, die morgen erscheint, da kann man nämlich auf agrarexporte.de gucken. Und wenn ihr schon immer mal in den Exportmarkt für Süßwaren und Knabberartikel einsteigen wolltet oder in den Fleischmarkt in Vietnam gehen wollt, ihr findet dort alles, also wirklich alles. Da kann man also dann auch rausbekommen, dass Kanada der sechstgrößte Markt für den Süßwarenexport in Deutschland ist. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das größte Importland für Schoko- und Zuckerwaren in Kanada sind die USA und auf zweiten Platz kommt Deutschland. Krass. Oder dass 170 Regalmeter durchschnittliche Supermarktlänge in den Niederlanden für Knabberwaren und Süßwaren da sind. Wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich die Information brauche, aber 10% davon sind Chips. Und selbst bei den nicht veröffentlichten Gutachten sah das Ganze bei genauer Betrachtung doch ein bisschen angenehmer noch aus. Wir haben das ein bisschen klassifiziert, warum die nicht veröffentlicht sind und die meisten davon waren einfach schlicht nicht abgeschlossen. Also lief eben das Vorhaben noch, warteten drauf und viele haben auch wirklich explizit angegeben, das ist noch nicht abgeschlossen, aber nach Abschluss wird es auch veröffentlicht werden. Und immerhin 5 davon waren eingestuft. Also es gibt eine Studie vom BSI zu künstlicher Intelligenz, die ist so geheim, dass sie also eingestuft ist und wir dürfen sie nicht angucken. Es gab ein paar Sachen, dass dann rechte Dritter betroffen waren und ganz viele ganz seltsame Einstufungen auch mal, die mal unter 3 Fragezeichen zusammengefasst haben. Und mehrere waren aber auch so klassifiziert, dass sie sagten, na, also dieses Gutachten, das dient nur der internen Meinungsbildung, das ist gar nicht interessant für die Öffentlichkeit. Da haben wir dann gesagt, was die Öffentlichkeit interessiert, das entscheidet immer noch die Öffentlichkeit und haben dann per Informationsfreiheitsgesetz eine ganze Reihe von Gutachten beantragt. Und das heißt, wenn ihr euch jetzt interessiert für den Einsatz von Tiny Houses im Zivil- und Katastrophenschutz oder Datenräume für Forschung und Bildung, also auf Frag den Staat könnt ihr die angucken, die sind jetzt mittlerweile öffentlich und wir warten auch noch auf einige andere. Zum Beispiel, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt in der Übersicht, also eins uns direkt ins Auge gesprungen, es gibt das Bundeskriminalamt hat ein Eintrag da drin, du liest es durch und siehst so Kurzgutachten Mitgliedschaft in der Mafia-Organisation. Wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt, wir warten drauf, dass es rauskommt. Ich will das wissen. Also es gibt auch wirklich, mein Highlight ist auch immer noch, und das ist leider eine Vorstudie, deswegen müssen wir warten, bis die Hauptstudie da ist, aber es gibt vom BMEL ein Vorhaben, Beschuss großer Gelatineblöcke. Und das ist Vorversuch 1 und 2 bei der Analyse des Beschusses. Ich habe keine Ahnung, ich will es wissen. Jetzt habt ihr da oben, da bin ich ganz vorhin elegant drüber weggegangen, da ist so ein ganz großer Punkt, KA. Das ist tatsächlich hauptsächlich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zuzuordnen, weil die einfach bei ganz vielen weder Ja noch Nein angekreuzt haben, sondern einfach KA. Und das macht jetzt so einen großen Balken aus, weil wenn man sich da mal anschaut, welche Behörden eigentlich die Gutachten beauftragen, also das ganz da oben ist das BMWK, die sind wirklich der absolute Spitzenreiter. Danach kommt das Innenministerium, wobei dieser rote Anteil ist immer dann, wenn sie halt gemeinsam mit einer anderen nachgeordneten Behörde was gemacht haben, zum Beispiel die Bundesanstalt für den digitalen BOS-Funk oder was gab es da noch, was gehörte noch dazu? Bundeszentrale für politische Bildung, genau. Also das haben die dann alles so reinklassifiziert, aber das ist, also schaut euch diese Liste an, das sind wirklich Highlights drin. Das geht bis dahin, dass die Bundesanstalt für Straßenwesen ein eigenes Zitiersystem hat. Das heißt, wenn ihr in eurer nächsten wissenschaftlichen Arbeit richtig zitieren wollt, die Studie zu dem Einsatz von Influencern in der Verkehrssicherheitserziehung, dann könnt ihr das BibTech-Zitat rausziehen. Das ist wirklich ein Hammer. Und jetzt sage ich, die Liste angucken. Der Punkt ist nämlich, ihr könnt beitragen und euch diese Liste angucken. Wir haben die aufbereitet, haben sie, weil das die niederschwelligste Variante ist, in einen Google Docs gepackt. Und dort ist die ganze Klassifizierung drin. Und da ganz rechts gibt es eine Spalte mit Fundstelle hier eintragen. Das heißt, wir haben schon ganz viele Stichproben gezogen nach dem Motto, wo finden wir eigentlich Studien, sind die schon veröffentlicht mittlerweile. Und wenn ihr auf diesen modernen QR-Code geht, dann habt ihr auf dem Handy, könnt ihr das nicht bearbeiten, aber andererseits will ich euch nicht den Link abtippen lassen. Also
geht mit dem Handy drauf und holt euch den Link und macht es dann auf einem richtigen Gerät, wahrscheinlich am besten die Suche und das Eintragen. Da könnt ihr auf jeden Fall dazu beitragen, weil wir möchten mal nachziehen, einfach, was sind die wirklichen Zahlen, wie viele Gutachten sind auch wirklich öffentlich und genau, vor allem, wie können wir das nehmen, als Argumentation wieder auch herzugehen, zu sagen, diese Gutachten sind öffentlich finanziert, die sollten auch mindestens öffentlich sein und wenn nicht sogar wirklich unter einer freien Lizenz veröffentlicht, dass wir eben auch die Bilder zu Tiny Houses besser in unseren Präsentationen einbauen können oder Gelatineblöcke oder sonst irgendwas. Gut, ich bin durch und freue mich auf Fragen und Hinweise und Anregungen von euch. Danke. Alles sprachlos. Ja. Ich komme mit dem Mikro zu dir. Übrigens Respekt, dass ihr durch die ganze Gesetzesding das alles durchgehalten habt. Ich finde das immer schwierig. Draußen gibt es Kaffee, also das hilft. Okay. Meine ganz naive Frage, also du sagtest gerade, das Thema Daten oder der Begriff der Daten ist, wie hast du schon gesagt, mystisch aufgeladen. Ja. Ich meine, gibt es da keine Definition? Könnt ihr da nicht mal ein Gutachten beauftragen? Das wäre doch genau der Weg, oder? Also ja. Dann hat man nichts Handfestes. Genau, es gibt verschiedene Definitionen, vor allem in Gesetzen natürlich. Also gerade Datennutzungsgesetz oder auch das E-Government-Gesetz geht dann an manchen Stellen darauf ein, was Daten sind. Das sind aber, also es gibt auch noch, ich weiß nicht mehr genau, welches Gesetz es war, aber es gab noch irgendein Gesetz, das dann wirklich von Magnetbändern und Disketten gesprochen hat und so weiter. Und du musst dir auch überlegen, auf welcher Abstraktionsebene sprechen wir eigentlich drüber. Also das ist für uns wahrscheinlich oder für viele so klar, dass man es gar nicht explizit machen muss. Aber du kannst ja sagen, ein Bitstream sind ja theoretisch Daten. Und wenn aus dem Bitstream hinter ein PDF rausfällt, dann ist es auch maschinenlesbar, weil meine Maschine es lesen kann. Aber nur ich als Mensch kann halt da was draus machen oder muss Tabula nehmen, um die Tabelle rauszukratzen. Und das hätte ich noch einbauen sollen, das wäre eigentlich gut, nächstes Mal. Es gibt ja dieses Fünf-Sterne-Modell für offene Daten. Und das ist ja auch, die erste Stufe ist im Zweifelsfall ein PDF liegt da. Und dann kann ich sagen, ich habe ein Excel-File, nächste Stufe ist ein CSV-File und dann kommt irgendwann auch die Semantik mit rein, dass ich auch weiß, was ist in welcher Spalte, welchen Datentyp bildet es ab, also wie ein Data-Frame oder sonst irgendwas in der Richtung. Und überhaupt das so zu abstrahieren, von wegen, welcher Informationsgehalt ist kodiert, finde ich immer noch schwierig manchmal rüberzubringen. Und auch, also auch bei Diskussionen über Datenportale hast du es ganz oft. Man muss sich vieles davon auch religiös vorstellen. Also die Einrichtung eines Datenportals ist eine religiöse Handlung wie ein Gottesdienst, das die Rechtgläubigkeit und die Coolness in der Digitalisierung bringt. Aber wenn du dann fragst, wie kommen die Informationen da rein, dann ist immer großes Schulterzucken. Das heißt, was es da wirklich mal bräuchte, wäre irgendwie so ein Coffee-Table-Buch über, was sind eigentlich Daten, so mehr oder weniger, um das mal wirklich für ein Laienpublikum auch zu machen. Zwei Freunde und ich haben das eigentlich schon länger mal vorgenommen und dann war aber Pandemie und dann war... Der Klassiker. Danke. Ja, ich finde gerade den Punkt so ein bisschen absurd, weil zum Beispiel für die DSGVO haben sie es ja hinbekommen, Kriterien zu definieren, wie diese Daten zu übergeben sind. Also ich kann ja nicht einfach als Betreiber von irgendwas den Leuten undokumentierte Daten rausrotzen, sondern da gehört ja eigentlich zu, dass irgendwie annotiert ist, was zum Beispiel jetzt eine Datenspalte, die ich rausgebe, zu bedeuten hat für die einzelne Person. Es scheint ja schon mal irgendwie in einem rechtlichen Framework funktioniert zu haben, deswegen finde ich es ein bisschen verrückt. Ja, also ich glaube, das ist halt ganz wichtig, das sich vor Augen zu halten. Ich erlebe ganz viele Menschen, die jetzt bei der Ausarbeitung von den Entwürfen da sind, die sich wirklich krass reinfuchsen. Also das Spektrum ist groß, aber es gibt einige Menschen, die sagen so, okay, krass, die haben halt wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Aber du musst halt immer dran denken, dass sich da Leute aus ganz verschiedenen Denkmodellen der Sache nähern. Und das heißt, also, wie soll ich sagen, also eine Person, die zum Beispiel mal auf einer Chaos-Veranstaltung geengelt hat und hier so Wok gemacht hat, sonst irgendwie, die hat einen Zugang auch dazu, wie sowas funktioniert und auch wenn sie sagt, ich möchte sowas streamen, was für Komponenten brauche ich dafür und was muss ich dafür tun? Wenn du aber jetzt eine komplett fachfremde Person hinsitzt, die ist dann erstmal erschlagen davon und holt sich dann Beratung und muss dann auch das, was ihr beraten wird, so als das Gegebene annehmen. Und da haben wir auch ganz viel mit, wie eigentlich Belohnungsmodelle aussehen und wie sich Rang abbildet zu tun. Also das ist ein bisschen ein Problem, dass wir eine fachlich total krasse, abgehende Community haben,
die aber aufgrund der Art, wie sie sich organisiert, halt ein Problem hat, dann auch wahrgenommen zu werden auf derselben Ebene wie irgendwie die PD oder sonst irgendein Beratungsinstitut. Also es ist kein Argument, jetzt Beratungsinstitute aufzumachen, um Gottes Willen. Das ist eher so ein, ich beobachte das mit Faszination und habe noch keine gute Lösung dafür. Was war die Frage gerade, oder? Du sagtest gerade, ich fasse für mich zusammen, die Hacker-Szene oder die Experten-Szene wird nicht so wahrgenommen wie ein Beratungsunternehmen. Jetzt muss man sagen, Wikimedia oder CCC, das sind ja schon, also die kennt man ja schon. Ja, klar. Ja, so, anhören und so weiter, vielleicht wäre das ja wirklich mal eine Idee, da eine Charmoffensive zu machen, um hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, also wir bieten euch kostenfrei oder gegen was auch immer und Kostenbeitrag Beratung an. Ich kenne Behörden, ne? Also ich weiß, wo es endet, aber... Das klingt plausibel im ersten Moment. Tatsächlich ist aber damit, also was ich ja vorhin meinte mit du engelst und hast ein Verständnis dafür, wie das zusammengehört, was wir ja, das ich muss ein bisschen ausholen, was wir jetzt ja gerade erleben, warum das gerade so ist, ist eigentlich so eine Nachwirkung aus so dieser Spät-Reaganomics und Thatcher-Zeit. Also wo du eigentlich dieses New Public Management hattest, das ist so dieses, der schlanke Staat, der kann ja nichts, das sind ja alles Beamte, die sind irgendwie doof oder keine Ahnung was. Und der freie Markt kann alles viel besser. Das heißt, der Staat zieht sich aus ganz vielen Aufgaben zurück und beauftragt das dann bei dritten Dienstleistern. Und was damit einhergeht, ist, dass du über die Jahre hinweg immer weniger Leute in der Verwaltung selber hast und im Staat, die sowas einschätzen können. Das heißt, die werden immer abhängiger von Beratern. Und dann zu sagen, okay, dann gehen wir halt zu den Beratern, ist halt nur die halbe Wahrheit. Also was eigentlich mit dazugehören würde, wäre auch ein Kompetenzaufwachs in der Verwaltung selber, dass die auch selber beurteilen kann, wie sowas funktioniert. Also mir wurde immer gesagt von wegen, nein, wir möchten ja nicht, dass der Staat selber Dinge programmiert und ich will das auch nicht. Es würde aber an ganz vielen Stellen helfen, wenn Leute in den Systemen drin sind, die ein Verständnis von Architektur haben, nicht damit sie selber bauen, sondern um festzustellen, ob sie gerade von der Beratung über den Tisch gezogen werden oder ob das ein sinnvoller Input ist, den die geben. Das kann ich so bestätigen für Behörden und die Industrie. Das wäre ja hilfreich. Aber das ist alles sehr gleich. Also wir hatten auch Katharin Thay macht Forschungsarbeit gerade zu Digitalisierung in autoritären Regimen, am Beispiel der DDR und China. Und es ist frappierend, wie sich die Beschreibungen gleichen von der DDR, die in den 70er, 80er Jahren praktisch das Gegenstück zur Registermodernisierung und elektronischer Patientenakte machen wollte und wo die Hürden drin gelegen haben mit heutigen Beschreibungen. Die sind sehr ähnlich und das gibt einem auch zu denken, weil das ist ja, man sagt ja immer, der Föderalismus ist Problem und da hast du auf einmal einen Zentralstaat, der autoritär auch noch geführt ist und da kommt dasselbe raus. Also sehr viel Forschung drin. Genau, und im Zweifelsfall kann man auch subversiv sein. Ich bin ja also man muss ja auch nicht immer konstruktiv sein. Das ist nicht mit meinem Arbeitgeber abgesprochen, was ich gerade sage. Ansonsten machen wir einen Deckel drauf, oder? So. Da ich jetzt keine weiteren Fragen mehr sehe, sage ich mal vielen lieben Dank für den Vortrag. Und wenn doch noch Fragen aufkommen sollten, dann kann man das hier noch im Einzelgespräch klären. Ja. Danke euch. Thank you.